Hallo und willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder bei der Ranger Station. Und zwar habe ich endlich so oft die Dailies und so weiter wiederholt, dass ich mit der guten Kema reden kann und sie eine neue Aufgabe für uns hat. Hallo. Oh hey, willkommen zurück. Hallo. Es ist so toll, dich zu sehen. Denn es ist wieder Teamwork-Zeit. Keine Sorge, das ist nicht wieder so ein unangenehmer Aufräumjob. Du hast so tolle Arbeit geleistet. Es gibt keine Spur mehr von GED-Schrott. Diesmal geht's zurück in die Natur. Ich brauche nur ein klitzekleines bisschen Hilfe mit Wanderwegwartung. Ja, klingt nach Spaß, oder? Der Falkenpfad ist einer der zenitischsten Reitwege im Nebelfall. Aber er ist völlig verwahrlost. Das bringen wir in Ordnung. Wir treffen uns am Startpunkt des Wanderwegs. Ich markiere ihn auf deiner Karte. Hilfe! Okay. Tschö. Ja, dann suchen wir doch mal den Ort, den sie uns markiert hat. Ich bin jetzt nur gerade nicht so sicher. Müsste dann wahrscheinlich hier durch sein. Nehme ich mal an. Wenn ich jetzt Pech habe, ist es oben über die Brücke. Aber ich denke mal, dass es hier unten rum ist. Ich hoffe, es ist oben. Ah, okay, da ist sie schon. Sehr gut. Okay. Nein, nein, ich habe gedacht, du stoppst automatisch. Hilfe. Du hast es geschafft. Ich hoffe, du hast deine Arbeitshandschuhe mitgebracht, denn bei der nächsten Aufgabe holt man sich garantiert Blasen. Okay. Ja, und wie immer kann ich die Aufgaben nur machen, wenn ich absteige. Dann nimm es auch an. Hallo. Dieser Weg ist in schlimmem Zustand, als ich dachte. Bei all den umgestürzten Bäumen und verwucherten Dornenbüschen kommt hier niemand durch. Okay, wir tun Folgendes. Du leihst mir deine Astschere und die Kettensäge. Kein Thema. Du kannst doch mit einer Motorsäge umgehen, oder? Benutze die Astschere, um die Dornenbüsche zu stützen und die Motorsäge, um die Baumstämme runterzuschneiden. Ach so, du leihst dir meine. Ich dachte... Lade die Reste in den Lieferwagen und dann wieder von vorn. Klingt super, oder? Los. Okay, ich gebe zu, ich bin mal wieder völlig verpeilt heute. Aber ist ja nicht, wie die rumgestikuliert irgendwie. Das ist doch sehr lustig. Ach, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Ja, fangen wir jetzt erstmal mit der Schere an. Okay. Achso, das erstmal wegtun. Okay, von mir aus. So. Wieso habe ich zwei aufgehoben? Aber ist ja auch egal. So, und jetzt mit der Motorsäge. Genau. Bam, 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 bam. Yay. Aber da hinten scheint noch was zu sein für die Schere. So wie es aussieht. Nee, Moment. Anforderung erfüllt. Ich habe doch nur 3 von 4. Ach so, das war das mit dem Weglegen. Genau. Der erste Teil des Wegs sieht super aus. Aber jetzt kann ich sehen, dass der Weg noch überwucherter ist, als wir dachten. Es gibt noch eine Menge zu tun, bevor der Falkenpfad wieder eröffnet werden kann. Wir können morgen wiederkommen und weiterarbeiten. Och nö. Und dann wieder den Tag da drauf. Langsam und stetig. So macht man es doch. Meinst du nicht auch? Haha, ich habe dich reingelegt. Nee, wir schaffen das heute. Weißt du noch, wie wir die Zäune am See weggeschafft haben? Machen wir es wieder so. Du benutzt die Astschere bei den Büschen und die Motorsäge bei den Baumstämmen, während ich das Tempo vorgebe. Och nee. Boah, das war da schon Mist. Ja, lauf. Mein armes Pferd muss ich wieder ganz hinten liegen lassen. Das ist doch blöd. Nee, hier kann ich das nicht benutzen. Hä? Ach, ich muss das erst wieder da... Oh, ist das doof. Wieso kann man den Kram nicht sammeln? Hallo, tu es rein. Wieso tut er das nicht rein? Jetzt.
ist noch dummer, wenn es nicht macht. Geh mir aus dem Weg. Ich muss dahin. Los. Weg da. Mann. Ich überfährt mich hier gleich, so wie die fährt. Danke. Genau das meinte ich. Hallo, wieso macht er das nicht? So. Weg da. Hier arbeite ich. Da. Muss ich ja auch noch auf die warten oder was? Hallo? Geht's noch? Ich dachte so schnell. Ah, das ist ein Picknickplatz. So, das war's schon. Ach, mein Pferd ist jetzt auch wieder da. Sehr schön. Wo ist sie jetzt da? Ein Picknickplatz wurde freigelegt. Es ist auch eine schöne Übersichtsstelle hier. Hallo? Hurra, der Falkenpfad kann wieder fürs Trailreiten freigegeben werden. Oh, Alonso wird es nicht glauben, dass wir es so schnell geschafft haben. Wow, du schwitzt wirklich. Mach eine Pause, du hast es dir verdient. Okay. Hey, jetzt da, wo der Weg frei ist, wie wäre es, wenn wir uns zum Aussichtspunkt begeben und den Ausblick genießen? Ich funke die Station an und sage Alonso und Violet, sie sollen uns dort treffen. Folge mir. Amen. Kein Thema, aber ich würde gerne hinreiten. Sieh dir den Ausblick an. Ja, ich finde es einen sehr schönen Ausblick. Ich kann es leider nicht... Hey. Oh, haben die mich jetzt erschreckt. Thema, Susanne. Ich konnte es nicht glauben, als du gesagt hast, der Weg könne so bald wieder eröffnet werden. Also musste ich es selbst sehen. Was für ein unglaublicher Ausblick. Perfekt zum Vogel beobachten. Hey, ist das da drüben ein Wanderfalke? Sehr hübsch. Weißt du, was diese Klippe noch besser machen würde? Bungee-Jumping. Nein. Yay, eine alte Bekannte. Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie kommt aus Jorvik, wollte ich gerade sagen. Aus Dundul. Super. Brrr, der Lingia. Hey. Sieht aus, als hätten wir hier unseren ersten Trailreiter. Willkommen auf dem Falkenpfad. Ist das... Rania! Tut mir leid, du bist sozusagen meine Heldin. Ist das schön hier? Wie kannst du... Das Meer, die Berge, der Wald, der Himmel. Sämtliche Geräusche und Gerüche werden eins. Es ist magisch. Rania! Achso, mit dir darf ich gar nicht sprechen, okay. Der beste Tag aller Zeiten. Teamwork, toller Ausblick und ich habe das coolste Mädchen in Jorvik kennengelernt. Und du bist auch keine schlechte Gesellschaft. Hier, ich habe was für dich. Als Ausgleich dafür, dass ich dich so habe schuften lassen. Vielen Dank, Susanne. Oder besser gesagt, Junior Ranger, Susanne. Oh, danke. Ich gucke mir mal eben den Hut ohne Werte an. Aber der Hut an sich sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Schade, dass der mal wieder ohne Werte ist. Ich habe gedacht, diese Phase haben wir hinter uns. Und jetzt sind auch noch alle weg. Wo ist die Rania hin? Die ist auch weg. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, aber damit ist meine Quest hier auch beendet. Es ist auch keine Nachfolgequest von der hier drin. Nö. Dann würde ich sagen, dass wir nach Firegrove, genau, rüberdüsen und nochmal mit der Felicity sprechen, ob die Kur, die wir über so viele Tage zusammengestellt haben und haben lassen, auch wirklich funktioniert bei ihrem Pferd. Wir sehen uns gleich dort wieder. So, und da sind wir nun wieder in Firegrove bei Felicity. Mal schauen, ob ihrem Pferd die Kur geholfen hat. Susanne, es hat funktioniert. Summer Breeze ist aufgeweckt und fröhlich wie immer. Ich habe der Tierärztin die guten Nachrichten schon mitgeteilt und sie freut sich sehr für uns. Ja, das ist doch schön.
Was du für mich und Summer Breeze getan hast, ist unbezahlbar. Nimm dies bitte trotzdem als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich hoffe, es passt dir. Heute Abend werde ich mit Summer Breeze endlich wieder ausreiten. Okay, oh, ein schwarzes T-Shirt. Okay. Leider nicht mit den besten Werten. Aber... Moment, da ist noch was auf der Seite. Ach, da ist eine Schleife drauf. Aber optisch sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Danke, Felicity, dafür. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Drum werde ich jetzt... oh. Moment. Es sind zwei neue aufgegangen bei Elizabeth. Eine mit Vale-Dale-See und eine ja, bei Elizabeth selber. Ich werde jetzt mal ganz schnell zurück nach Vale-Dale oben reiten und schalte euch dann sofort wieder hinzu, weil die Spannung steigt und sie zerreißt mich förmlich. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Vale-Dale-See. Und da habe ich jetzt gerade was gesehen. Und zwar, dass da hinten irgendwie so ganz komische... Ja, das, es sieht fast so aus, als ob der Berg explodieren würde, dampfen würde. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass das wohl mit einer Quest von Elizabeth zu tun hat. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich würde sagen, dass ich... doch mal lieber nicht zum See rüber reite, sondern dass ich zu Elizabeth selber reiten werde, weil irgendwie bin ich jetzt total gespannt und vermute ganz stark, dass das irgendwas wie reite ich denn heute? Ich vermute mal, dass es irgendwas mit der Quest von Elizabeth zu tun hat. Deswegen ja, höre ich jetzt mal einfach auf mein Bauchgefühl und reite nicht erst zum See, sondern erstmal zu ihr. Weil es sieht doch alles irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Es sieht irgendwie aus, als ob das Gift ist, finde ich jetzt persönlich. Es kann natürlich sein, dass der einfach nur schmelzen soll, aber es sieht trotzdem sehr, sehr komisch aus. Ja, da fragen wir die Elizabeth doch selber mal. Ich bin gespannt. Der Wasserfall ist ganz schön grün. Das Wasser ist grün, wird grüner und grüner. Interessant. Oh, Entschuldigung, ich habe dich gar nicht bemerkt. Wenn ich in Gedanken versunken herumwandere, bin ich in meiner eigenen Welt. Wie kann ich dir helfen? Anscheinend gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal, ich denke mal zu Avalon da hinten. Zumindest ist das so die Richtung. Vielleicht kann er jetzt etwas dazu sagen, warum das da alles so grün geworden ist. Bin wirklich gespannt. Stopp, stopp, stopp. Er steht auf der anderen Seite. Warum steht er jetzt auf der anderen Seite? Sonst steht er immer woanders. Interessant. Der grüne Wasserfall. Ich versichere dir, dass das kein billiger Trick ist, um Touristen nach Vale-Dale zu locken. Auf den Bergen dort oben geht etwas vor sich. Dort, wo es dieses Wasser seine Quelle hat. Ich habe über dieses interessante Problem schon eine Weile nachgedacht. Sollen wir vielleicht zusammen mehr herausfinden? Ja, aber klar, ich bitte darum. Susanne, so heißt du? Genau, der grüne Wasserfall. Jemand oder etwas hat den Wasserfall mit einer bösen Energie vergiftet. Wie erkläre ich das? Es handelt sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Verunreinigung, sondern um eine sehr gefährliche Magie, die sich jetzt ins Grundwasser schleicht. Er kann nur so grausam zur Natur sein. Ich habe keine Ahnung. Ich muss weiter forschen, aber ich kann nicht mehr. Gut, dass du jetzt hier bist. Du wirst jetzt meine Beine sein. Los geht's. Ich brauche bei drei Dingen deine Hilfe. Okay. Frage Elizabeth, ob sie etwas weiß. Ist sowas schon einmal auf Jorvik passiert? Ich meine, falls das vorher schon einmal passiert ist, wären wir schon auf dem halben Weg zu einer Lösung. Wir müssen das grüne Wasser näher untersuchen. Nimm dieses Proberöhrchen und fülle es mit Wasser vom Wasserfall. Wenn du das tust, kann ich es näher untersuchen. Das Wasser könnte gefährlich sein. Halte dich also nicht zu lange beim Wasserfall auf. Sei vorsichtig. Wir müssen überprüfen, ob sich das grüne Wasser verbreitet hat oder ob es nur im Wasserfall grün ist. Ich denke an den Vale-Dale-See. Reite hin und überprüfe das Wasser dort. Suche nach dem Wasserfall, von dem das Wasser des Sees kommt, und fülle dieses Proberöhrchen mit Wasser.
Ich drücke die Daumen, dass sich das Gift noch nicht verbreitet hat. Aber ich befürchte das Schlimmste. Okay, also eigentlich war es gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Weil wir jetzt sowieso zum Vale-DLC reiten müssen. Dementsprechend haben wir uns jetzt quasi ein Hin und Her erspart. Aber es war, muss man ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, absoluter Zufall, dass ich auf dem Weg dorthin dieses komische grüne Zeugs da hinten gesehen habe. Und dann gedacht habe, okay, ich gehe mal zu Elizabeth. Ich habe eigentlich gedacht, es hätte vielleicht irgendwas damit zu tun, mit dem, was die gesagt haben. Weil die haben, glaube ich, beim Druidenrat, meine ich, war das mal gesagt, dass Jorvik irgendwie vergiftet werden sollte oder sowas. Ob der Wasserfall früher schon einmal grün geworden ist? Nicht, dass ich wüsste. Aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich, dass ich mal etwas über einen ähnlichen Vorfall gehört habe. Vor sehr langer Zeit, Susanne. Dark Kor kam auf die Insel, um nach Öl zu bohren. Ich habe gehört, dass sich die Farbe des Wassers in der Nähe ihrer Bohrungen verändert hat und dass geheimnisvolle Dinge geschehen sind. Ich habe es nie mit eigenen Augen gesehen, aber es stimmt schon, dass dieses Unternehmen nicht den besten Ruf hat. Erzähle Avalon davon, vielleicht hilft es ihm. Okay, ja, da wir ja sowieso wieder zurück müssen, weil wir ja zum See müssen und dementsprechend dann eh wieder hier über die Brücke müssen. Das ist absolut okay. Dann sprechen wir nochmal schnell mit Avalon. Aha, Dark Kor, genau wie ich dachte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie hinter dem grünen Wasser stecken. So, wir werden uns jetzt aufmachen zum See. Ich werde euch jetzt einfach mal ungeschnitten mitschauen lassen, wie ich dahin reite. Ich denke nicht, dass jetzt irgendwas passiert auf dem Weg, aber falls doch irgendetwas passieren sollte oder wir noch irgendetwas sehen, dann ja, seht ihr das ja auch direkt mit und ich muss es nicht reinschneiden oder so. Ich finde, das ist eigentlich die beste Lösung, die ich jetzt machen kann. Nee, das lasse ich mal lieber an, weil ich nicht genau hundertprozentig weiß, ob ich da jetzt auf dem richtigen Weg bin. Aber ich meine schon, ich müsste jetzt hier hoch und dann eventuell auf der anderen Seite nochmal ein Stückchen runter. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es ist schon krass hier. Also dieser grüne Wasserfall. Ich würde da am liebsten auch gleich nochmal irgendwie ein Bild von machen oder so. Das ist, sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Oh, was ist das? Warum ist das da oben abgetrennt? Hm, war das vorher auch so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden mal schauen, was wir hier herausfinden. Oh, hier ist auch alles grün. Hier ist jetzt etwas Neues. Ich vermute mal, dass er eine neue Quest für uns hat. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde mal kurz drauf eingehen. Vielleicht hat es ja mit dieser Quest hier auch zu tun. Was ist mit dem Vale-DLC geschehen? Ja, ich werde jetzt mal einfach mit ihm sprechen, weil mir jetzt auch nicht angezeigt wird, ob ich hier irgendwo Proben nehmen kann. Es kann nämlich sein, dass ich erstmal mit ihm sprechen muss, bevor ich hier überhaupt weitermachen kann. Nee. Susanne, kannst du sehen, was mit meinem wunderschönen See passiert ist? Er hat angefangen zuzuwachsen und verunreinigt zu werden. Und er stinkt. Wirft jemand etwa sein Müll dort hinein? Kannst du den See bitte etwas genauer untersuchen? Du kannst etwas weiter ins Wasser hineinlaufen mit deinem Pferd, als ich mit meinen kurzen Beinen. Okay, wo? Achso, an mehreren Stellen, okay. Stimmt, jetzt wo er das sagt, dieses ganze Gelb war nämlich vorher nicht da. Also gelb, dieses grünliche hier überall. Das war definitiv vorher nicht da. Das ist ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Und es sieht wirklich seltsam aus. Das ist so, ich weiß nicht, ob ich da mit dem Pferd reingehen sollte. Oder ob ich das lieber lassen sollte. Es sieht schon irgendwie ekelhaft aus.
Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Hier vorne sieht es nicht so extrem aus. Hier ist es okay. Aber da hinten ist es wieder so ekelhaft. Da, auf der anderen Seite. Aber da wird mein Fett wahrscheinlich wieder bocken, wenn ich da hoch will. Komme ich hier irgendwo runter, ohne dass das Fett abstürzt, meine ich. Ist das jetzt noch Land oder ist das schon Wasser hier unten? Ich glaube, das ist noch Land. Ja, okay. Da ist auf jeden Fall eine Stelle. So. Und hier ist auch alles so richtig ekelhaft. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wirklich, dass das wäre jetzt in Wirklichkeit irgendwo, das ist... Das sieht richtig so aus, als ob da einer seinen Müll ablagert, ganz ehrlich. Schauen wir mal, was er zu sagen hat, genau. Du solltest eigentlich stehen bleiben, wenn ich X drücke, aber ist in Ordnung, renn ruhig weiter. Hast du etwas gefunden? Nichts? Nicht einmal Fische? Stimmt, Fische kann man auch nicht mehr sehen. Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Und du hast keinen einzigen Fisch gesehen? Hört sich nach Wilderei an. Wissen Sie denn nicht, dass die Fische wichtig für den See sind? Grummel? Die Fische halten das Wasser im See sauber und frisch. Und ohne sie wird er von Algen überwuchert und verunreinigt. Außerdem stehen die Fische unter Naturschutz. Grummel? Wir haben zwei Probleme. Das erste ist, dass anscheinend ein paar fiese Menschen kein Problem damit haben, unsere Natur zu zerstören. Und das zweite, viel dringendere Problem ist, dass wir Fische für den See brauchen. Und das so schnell wie möglich. Willst du mir helfen? Aber klar. Gut, dass es Menschen wie dich gibt, Susanne. Ich wünschte, dass sich mehr Leute so um die Natur kümmern würden, als wie wir es tun. Also ich glaube, ich habe irgendwo noch eine alte Angelrute. Okay. Zuerst müssen wir gute Köder finden. Normalerweise finde ich immer Würmer hier im Bergpass. Nimm diesen Spaten, um nach ihnen zu graben. Also ich hätte noch eine andere Möglichkeit, ne? Ich könnte jetzt im Bergpass, also muss ich hier erstmal rüber, nehme ich mal an. Ich mache das jetzt auch mal eben, weil vielleicht hat man dann irgendwelche Hintergrundinformationen, die man Elisabeth oder so dann auch wiederum mitteilen kann. Ich weiß es ja nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so nach Gefühl, dass ich das jetzt hier so ein bisschen zwischenschiebe und dann gleich nochmal gucke. Ich soll ja eine Probe nehmen vom See. Ich denke mal, hinten, wo der Wasserfall ist, muss ich dann hinreiten und das Ganze untersuchen. Moment. Das ist auch was? Achso, meinen Spaten. Also nicht meinen Spaten, aber den Spaten brauchen wir. Ich denke mal, ich muss dann auch wieder absteigen. Aber natürlich. Gut, da kann ich es zumindest verstehen. Gute dicke Würmer. Also ich hätte jetzt sonst noch den Vorschlag gehabt, einfach in Grasgebieten stehen zu bleiben und zu warten, bis es regnet und dann die Würmer aus dem Boden zu ziehen. Klappt wunderbar. Also wenn es regnet, klappt das wunderbar, weil die einen dann nämlich nicht kommen hören. Aber ja, ich denke mal, so viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht für diese Quest. Dementsprechend denke ich, ist es mit dem Spaten auch okay. Und bevor ihr jetzt Fragen habt, nein, also ja, ich bin des Öfteren angeln gegangen, also mit angeln gegangen und nicht selber. Wobei ich es auch mal gemacht habe. Ich habe ein bisschen geblinkert. Das ist dieses, die Angel immer reinwerfen und wieder reinziehen. Und hoffen, dass dann unterwegs ein Fisch anbeißt. Aber das hat mir genauso wenig gefallen wie das normale Angeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es generell bestialisch, irgendwo so Tiere zu fangen und dann, ja, überhaupt zu essen auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht in Bezug auf Fische jetzt die zu fangen und wieder reinzuwerfen, weil die haben dann auch Verletzungen von den Haken und alles und da kann man sich das Ganze noch so schön reden. Das ist es einfach nicht.
Und ja, aber ich habe einiges übers Angeln gelernt in der Zeit. Deswegen habe ich jetzt mal eben meinen Klugscheißer-Modus angehabt. Und wollte das mal mitteilen mit den Regenwürmern. Ich stecke jetzt auch mal vom Pferd ab. Hallo. Warum wollt ihr jetzt vorne nicht absteigen? Das muss ich nicht verstehen. Das habe ich in letzter Zeit irgendwie immer öfter gehabt. Dass ich an so Stellen gerate, wo ich dann, warum auch immer, einfach nicht vom Pferd absteigen kann. Keine Ahnung warum. Aber es ist dann so in dem Moment. So. Dann können wir jetzt auch direkt wieder zurückreiten. Na, gehst du hoch? Ich hasse es immer, wenn die ganzen Blätter und alles einen mitten in der Sonne hängen. Also mitten im Gesicht rumhängen. Ich würde sagen, ich kürze das ein bisschen ab und wir sehen uns dann gleich unten bei dem alten Herrn, dessen Namen ich vergessen habe. So, da sind wir wieder. Und ich meine, der Kerl hieß Mr. Anderson. Herr Anderson von mir aus. Hm. Super Würmer. Die Fische werden sie lieben. Oh, und schon wieder eine zeitliche Sache. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.